Er opfert also auch seinen zweiten Stürmer sozusagen. Er hat ja noch Okoronkwo jetzt im Spiel, Falko Götz, aber erstmal muss der Serbe raus, der sieht das noch nicht. Oder zumindest tut er so, sagen wir mal so. Will ihm ja nichts unterstellen. Aber er ist schon ein kleiner Schauspieler. Der weiß ganz genau, dass er raus muss. Und er weiß auch, dass das jetzt etliche Sekunden Zeit bringt für die Hertha, die mit 10 gegen 11 spielen wird hier. Provoziert noch ein bisschen die Hamburger Fans. Schauen Sie sich das an. Muss er nicht machen, sowas. Muss er überhaupt nicht machen. Und dafür kriegt er auch jetzt noch völlig zurecht die gelbe Karte vom Schiedsrichter. Stojan Pantelić.